Hallihallo, hier bei einem Let's Play, bei meinem ersten Let's Play von, ja, wie man sieht, World of Patman. Ja, eigentlich sollte das Gameplay des Let's Play werden, aber das hat irgendwie den Sound nicht aufgenommen, das Schirm hat sich aufgenommen. Ja, egal. Gut. Ja, sehr nett. Das ist, bin ich, das ist ein NPC, der hier gerade läuft. Ich gucke aber mal rein, weil ich werde wieder zu Team Red gehen. Drin und weiß auch, dass ihr gleich wieder kommen werden, weil ich dir überall praktisch rausspielen hätte. Der nächste. So, okay. Ich weiß, es ist eigentlich unfair, aber. Ja. Oh, schon die Scheiße. Einmal davon Gebrauch machen. Also verboten schon, aber. Ihr werdet es mir nicht so übel nehmen, denke ich. Also gut. Okay. Ja. Ja, nach zwei Anläufen für Let's Play Pumpkin Building kann ich das Spiel wieder? Ja. Ich habe nämlich vorhin nicht wiederholt, weil ich meine Weile dort an einem Tag besonders wieder drauf hat. Und alles Störung hat. Jeden Tag neu gewöhnungsbedürftig, wenn man so sagen will. Man sieht alles gerade wieder. Okay. Jedenfalls spiele ich hier Capture the Flag, also Capture the Lawyer ist hier, aber es ist praktisch schon Capture the Flag. So, sei ja, wenn wir gehen. Your team has an enemy lolly. Schön. Ein bisschen snipen. Wenn ihr jetzt sagt, ja, der campt, das ist Camper, das wäre wahrscheinlich die oder der campt, aber gut, komm. Bin ich ein Camper, ich darf campen. Meine Spiel ist ja nicht so verboten zu campen, dass man darf, ist ja. Das ist richtig und gefällt mir nicht. Aber, naja. Ich glaube, ich warte dann auch, bis hier meine Lolli wieder auftaucht und springe dann mal da runter. Oh, okay, das war knapp. So, ihr sieht schon eigentlich hier. Ja. ja, ich denke, das ist selbsterklärend hier. Egal. La 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 la. Red Room. Hey, und wir haben sogar noch dazu verdient. Oh. Ja, ich kriege, weil ich mich nicht kriegen. So, hoffentlich spawnt jetzt keiner. Das wäre nämlich jetzt richtig mies. Dann spawnen die hier drin. Bin ich auch schon gerade hier drin gespawnt. Das ist das Mieseste, was einem passieren kann. Man läuft weg und dann spawnen die da drin. Hier. Das ist. Komm, treff mich doch wenigstens, Bitch. Oh, hat er sich hier oben? Red Lolly, ich komm dir entgegen. So, es gibt Knochen, ne? Red Lolly. So, wieder ein bisschen Flacken holen. Ich bin immer gerne der Einzelgänger, obwohl mich auch irgendwie gefällt, wenn ich so. Der Patsche hock und dann kommen immer die ganzen Tombreras und Lodge. Und helfen mir. Das ist cool. Vor allem, man sieht unten in der Mitte. Da sieht man, dass ich, was ich bin, also was ich gerade für ein Design habe. Mein Typ. Ja. Und. Ja, das ist. Und wie ihr seht, bin ich da auch mit Zero. Mein ganzes Team habe ich zum Preis ausgemacht, weil ich mag die irgendwie bei dem Spiel. Die sehen einfach cool aus, die haben Stil voll.
voll aus meiner Meinung nach. Good job, Senor. Ach, komm schon. Man muss dich erwischen, die Treppen sind so richtig mies. Red Lolly returned. Das ist meine Position. Your team has the enemy Lolly. Wo kommt der jetzt her? Da kommen wir vorher mal von oben. Weiß ich nicht, ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass ob ich ein Ding dabei hätte, aber unten rechts in dem grünen Punkt da, wenn man einen Lolli hat, also den gegnerischen, dann sieht man den da. Oh, da hat er auf meiner Seite den Lolli. Das war jetzt auch ziemlich schlimm gemacht. Da rein, wenn der in Daisy ist, da ein Drittel oder die kann ich das ganz einfach ausbessern, indem ich. Naja. Jedenfalls, also das Spiel ist auf 14 Minuten getrimmt, ein Spiel, also in Folge ein Spiel wird immer sein. Werde ich auch nicht durchspielen können, das ist wahrscheinlich ein endlos Let's Play. Wir haben auch noch die Schluss des Falle aufspielen. Und es hätte noch eine Frage gehabt. Hier bin ich. Ich bin nicht so wie ich bin, also. Aber ich hoffe, dass sich das demnächst ändern wird. Könnten wir den Button gebrauchen, so nach dem Motto, abonniert mich nicht. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Also manche Leute. Ist fertig. Ich will jetzt keinen Namen nennen. The enemy has your volley. Irgendwie, aber. Oh, verdammt. Jetzt hat er mich gesehen. Wow, das war knapp. Wow, und wie knapp das war. Wow. Ich hab ihn gefragt oder so mal das heißt. Hey, ich bin komm, jetzt komme ich hier mal so wie die es immer machen, ne? So wirklich, so richtig diskret über die Treppe. So wirklich das Mieseste eigentlich so voll in die Nase reinspazieren. Das mache ich jetzt auch mal, wenn die so Lust daran empfinden. Das finde ich so freundlich. Danke. Komm schon, spawn nicht, spawn nicht hinter mir. Oh verdammt, das sind doch noch welche gespawnt. Weg. Muss ich welche auftauchen? Ja, die kommen auch gerade rüber. Aha! Ich habe vorhin Steuern auf dem Weg, das wäre so ein Ziel. Ich habe das gemacht, dass ich auf der rechten Taste ziehen kann. Ja, das ist. Ja, also beim Spiel ist wirklich sehr zu empfehlen, die Steuerung am Anfang an sich selber anpassen. Aber am Anfang ist es eigentlich ein Steuerung. Das Wort werde ich gerade am Anfang. Und ich habe das Gefühl, dass die nicht so schnell auftauchen, weil die jetzt gleich zurückrennen werden und sich dann nicht so gut sie ihren Lolli abgeben können. Man kann den Lolli ja nur abgeben, wenn man seinen eigenen Lolli gerade da hat. Also, das sind Red Lolli returned. Das haben wir unser nämlich. Weil die NPCs sind halt einfach so, die laufen halt mit Lolli wirklich dahin. Um sich ihren zu holen, ja, zurück zu erkämpfen, obwohl sie ihren den Gegner schon wieder auf dem Rücken haben, das heißt, die warten nicht und auf ihre Gegenleute oder so, nein, die rennen halt alle drauf los, muss man so sagen. Ey, guck doch, wie werdet die heißen hier? Pacho. Genau, so heißen die. Pacho. La 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 Pacho.
team has enemy Lolly. Blue Lolly, return. Ich habe dann vier, als ich auf Cap gesehen hier oben. Entschuldigung, meine rechtmäßig anerkämpfte. Also noch so viel Ballerei, wie ich hier leisten musste gerade. Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Nee, es ist ja nicht mehr auszuhalten. Boah, ey. Was soll ich da von dir sein? Guck, was ist das denn? Also ein richtiger Skriptfehler, hey. Und vor allem manchmal kommt man meinen, die treffen. Ich weiß nicht, wie die. Manchmal treffen die echt so aus dem Sprung heraus, aus Deutschschuss, bam, voll in die Fresse. Das ist manchmal so echt der hier. Lieblings. Treff, was weiß ich was. Aber gut, nur. Mal treffen sie noch nehmen, was ich auch noch ganz schön finde. Boah, meine eigene, weißt du, das ist generell so. Das ist so, mit, also, wow, das war jetzt wirklich knapp. Die NPCs, die sind auch jetzt auf leicht gestellt und haben nämlich auch solche extremen Kampfstrafen, die man eigentlich von NPCs nicht eigentlich erwarten würde. Vor allem nicht, wenn sie auf leicht gestellt sind, so wie die ist. Und dann, guck mal, es hängt doch, das zählt nicht. Ah, meine Fresse. Es hängt. Na gut. Egal, wir warten sowieso, bis die kommen. Ich leid, dass also hier Hänge-Dingens-Bums drin sind, aber oh. Ich habe kein High-End-Gamer-PC, muss man dazu sagen. Den Weg muss ich wahrscheinlich leisten gehen. Okay. Im Brunnen finde ich es eigentlich ungefährlich, weil man kann hinten und vorne schießen und dann hat man keine Ruhe. Aber hier vor allem, von beiden Seiten kommen sie und haben sich irgendwie versteckt. Das passiert mir relativ häufig im Spiel. Also das Rad läuft relativ flüssig, was also so ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, viele, was die NPCs sind, ich glaube, die haben selber gespielt und haben dann daraufhin die NPCs geskriptet, wie man da die NPCs vorgehen würde. Viva la Mexico! Das machen die nicht nach taktischen Zügen oder so, nein, die machen das wirklich so, wenn ich auf dem Server bin, die spielen genauso, weißt du, die machen einen Umweg, verdecken sich aber dafür und machen sichtet. Das ist im PC normalerweise, macht das berücksichtigt das ein Bot so nicht. Das ist schon lustig teilweise. Natürlich, das sind modernen Spielen alle, aber das ist ein Freak. Und da rechnet man nicht damit, dass so viel Leistung reingesteckt wird, weil es ist für einen Fun-Shooter eigentlich ein sehr bekanntes Spiel. Your team has the enemy lobby. Trotzdem, das ist viel zu einzeln, ich bin sowas von meinem Gewinn. Ach ja. Also das Spiel ist jedenfalls sehr interessant. Also das habe ich schon durch gelogen, wahrscheinlich von den letzten Videos und so weiter. The enemy has the lobby. Das ist halt so. Das macht einfach Fun, auch wenn es ein Fun-Shooter ist und wenn man es noch mag. Und Red Lolly, ist eine andere Sache. Ich denke, für die Leute, die es zumindest mal. Entschuldigung. Für die Leute, die es interessiert, also, wo sagen, dass jetzt zum Beispiel die bunte Knarre nicht so viel ausmacht. Game over. Das ist ein ganzes Spiel. Jo, das Spiel ist zu Ende. Dann sage ich Tschüss und bis.